So, guten Tag miteinander. Ich möchte Ihnen heute kurz zeigen, wie Sie das Projekt Super League einrichten können, gerade für diejenigen, die es im Unterricht nicht sehen konnten. Also, ich bin hier auf unserem Git-Server code.frickelbude.ch/m426, also die Organisation Modul 426, und hier gibt es das Repository Super League. Wenn Sie das aufmachen, als erstes sollten Sie hier gleich einen Fork erstellen. Hier müssen Sie nichts einstellen, also Privatrepository ist okay, Repository forken. Jetzt haben Sie Ihre eigene Kopie davon. Das erkennen Sie daran, dass in der URL dann Ihr Name steht. Also in meinem Fall jetzt mein Vorname. Bei Ihnen ist es meistens Vorname und Nachname zusammen als Benutzernamen, sofern Sie diesen nicht geändert haben. So, das Repository kann ich klonen, indem ich diese URL hier kopiere. Ich nehme die HTTPS-URL, kopiere das hier mit diesem Icon und mache dann einfach mal Visual Studio Code auf. So, das ist leer und dann gehe ich hier auf Source Control Links, Clone Repository und kopiere einfach diese URL hier rein. Drücke Return. Und speichere es mal in mein Home-Verzeichnis ab. Ich werde dann gleich aufgefordert, das zu öffnen, was ich auch mache. Und jetzt hat alles funktioniert. Ich gehe davon aus, dass Sie die Extensions C-Sharp installiert haben und den .NET Core Test Explorer. So, wenn Sie hier gefragt werden, können Sie einfach das ignorieren, don't ask again. Es tut nichts zur Sache. Wichtig ist hier, dass Sie alle Daten haben und es gibt zwei Projekte, Super League und Super League Tests. Also hier sind ein paar Testfälle drin, sollten auch hier im Test Explorer gefunden werden und ausführbar sein. Diese Testfälle machen nicht viel, es geht eher darum zu demonstrieren, dass alles funktioniert. Das können Sie auch mal überprüfen. Dann wichtig ist, es gibt nicht nur Testfälle, die Sie ausführen können, sondern auch die Kommandozeilenanwendung. Sie sollen ja eine JSON-Datei mit Spielergebnissen in eine textuelle Tabelle transformieren. Das alles ist im README beschrieben vom Repository. Das können Sie hier nochmal in Ruhe anschauen. Oder auch hier, wenn Sie wollen, können Sie das nachlesen. So, jetzt haben wir aber im Projekt Super League die Klasse Table und diese enthält eine Main-Methode, welche die ganzen Spiele aus einer JSON-Datei ausliest und sie Zeile für Zeile auf die Konsole ausgibt. Wichtig ist, diese Methode verwendet ein String-Argument und dieses String-Argument soll auf die Datei zeigen, auf die JSON-Datei, welche die Spielergebnisse enthält. Und diese befindet sich hier im Verzeichnis Data, leak.json. Also hier sind die simulierten Spielergebnisse drin in dieser JSON-Struktur. Wie können Sie das jetzt ausführen? Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste ist über das Terminal, also Terminal, New Terminal. Und dann geben Sie an .NET Run und dann das Projekt. Ich habe ja zwei, minus minus Project. Dann geben Sie Super League an als Projekt. Und jetzt, wie gesagt, dieser Parameter, der auf die JSON-Datei verweist, in meinem Fall also relativ zum Projekt. Root-Verzeichnis, Data und dann leak.json. Return. Wenn Sie das ausführen, sollten jetzt alle Spielergebnisse aus der JSON-Datei textuell ausgegeben werden. Gut, wenn Sie jetzt das lieber nicht mit dem Terminal machen möchten, sondern hier über Run, dann müssen Sie das zuerst entsprechend konfigurieren. Ich habe das bereits gemacht. Hier in .vs Code gibt es ein Launch-JSON. Ich lösche aber das jetzt mal, um es nochmal zu demonstrieren. Und zwar können Sie hier auf Run gehen, Add Configuration
Und dann wählen Sie .NET 5 Plus und .NET Core aus als Environment. Dann als Projekt nehmen Sie Super League, nicht Super League Tests, Super League. So, jetzt wird eine neue Launch-Konfiguration erstellt und die ist jetzt halt noch nicht lauffähig, weil wir eben diese Argumente noch angeben müssen, beziehungsweise dieses eine Argument, das auf die JSON-Datei verweist. Und hierzu kann man, wie es oben steht, diese Variable Workspace Folder verwenden, welche sich auf das Root-Verzeichnis des Projekts bezieht. Workspace Folder, dann ein Slash und dann kommt Data und dann leak.json. So, ich speichere das ab und jetzt kann ich mit Run without debugging mache ich mal. Sollte ich das starten können? Tatsächlich, es wird alles auf die Konsole ausgegeben. Also Sie haben diese beiden Möglichkeiten, das Programm auszuführen. Das wäre es eigentlich vom Einrichten. Also wenn Sie das starten können und hier bei den Tests alles kommt, dann sind Sie eigentlich bereit und können mit dem Programmieren beginnen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.